Hallo und herzlich willkommen, extra mal im etwas dunkleren Wald. Ich will mal ein bisschen testen, wie gut meine Kamera bei scheiß Lichtverhältnissen noch aufnimmt. Wenn die Bildqualität kacke ist, sage ich schon mal im Voraus Entschuldigung. Ich will es einfach mal ausprobiert haben und ihr dürft, und ich lade das dann auch so hoch, weil ich möchte gerne eure Meinung diesbezüglich hören. Also wer das noch in die Kommentare schreiben möchte, da sage ich schon mal herzlichen Dank. So, und ansonsten machen wir ein bisschen Gefahr, und zwar den Waldbrand. Dafür muss man erst mal wissen, gibt es überhaupt ein Waldbrandrisiko? Das kann man erstens feststellen, indem man entsprechend die Waldbrandgefahrenstufe im Internet nachguckt. Diesbezüglich findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Und wer das nicht machen möchte, der kann es natürlich auch selber ganz gut einschätzen. Dafür gibt es 4 Dinge, die man diesbezüglich beachten sollte. Erstens, ist es trocken? Das kann man feststellen, indem man eine Portion Boden in die Hand nimmt. Wenn man keine Feuchtigkeit spürt, dann ist es sehr, sehr, sehr trocken. Gerade bei Waldboden ist das sehr unwahrscheinlich, dass der enorm trocken ist. Und sobald das der Fall ist, ist ein gewisses Waldbrandpotenzial vorhanden. Zweitens, hocken wir gerade in einem Nadelwald oder in einem Laubwald? Nadelwald brennt immer gut wegen dem Harz, das unter anderem in den Nadeln drin ist. Wenn die auf den Boden fallen, schön austrocknen mit dem Harz drin, das brennt wunderbar. Vergleichsweise gut halt eben. Jetzt auch nicht, dass man das Zunder verwenden könnte, aber das gibt einen guten Waldbrand. Generell Nadelbäume auch wegen dem Harz im Holz, dem Harz in den frischen Nadeln, das brennt wunderbar. Laubwälder brennen in Deutschland so gut wie überhaupt nicht. Können wir also davon ausgehen, dass dann kaum eine Waldbrandgefahr im Laubwand herrscht. Drittens, was haben wir denn an Humus auf dem Boden rumliegen? Weil der ist immer da, mal mehr, mal weniger, und der ist immer potenziell brennbar, gerade weil es eben trocken ist. Ne? Trocken muss es schon sein, sonst gibt es auch keine Waldbrandgefahr. Und dafür nehmen wir den Fuß, kratzen mal den Humus vom Boden runter und gucken mal, wie viel Tiefe erreichen wir denn, bis wir zum Mineralboden kommen. Wenn ich weiß, was ein Mineralboden ist, das ist quasi der Boden, den man mit dem Fuß nicht mehr wegkratzen kann. Wir kratzen also so lange, bis wir unser Loch nicht mehr tiefer gekratzt kriegen. Und dann schauen wir halt mal ungefähr, wie tief ist denn unser Loch. Und grobe Faustformel, ab 10 cm Humus, der auf dem Boden drauf liegt, wird es kritisch mit dem Waldbrandrisiko. Ne? Drunter eher gering. Aber das ist nur eine grobe Faustformel natürlich. So, und dann müssen wir nochmal schauen, was ist denn an Bodenvegetation vorhanden, die brennbar wäre. Heißt, Beispiel, wir haben zum Beispiel jetzt um mich rum, wäre jetzt alles grünes Gras oder grüner Farn oder sonst wie. Geringes Waldbrandrisiko, weil grün. Da ist jede Menge Wasser drin, 80% Wasser in so einer grünen Pflanze, teilweise 90% Wasser. Das dämpft einen Brand eher, als dass es ihn fördert. Ist das Zeug aber ausgetrocknet, was um mich rum steht, jetzt nur mal imaginär, dann haben wir eine enorm hohe Waldbrandgefahr, ganz enorm hoch. Und ebenfalls gut für die Waldbrandgefahr, also sprich geringe Waldbrandgefahr, haben wir dann, wenn überhaupt nichts rumsteht an Bodenvegetation. Das ist dann natürlich auch in Ordnung. Bäume per se, so ein Baumstamm, bis der brennt, das dauert lange, lange, lange. So strauchiges, ausgetrocknetes Grünzeug am Boden, also dann eher Braunzeug, das brennt sehr schnell. So. Und damit haben wir dann auch die Waldbrandgefahr korrekt eingeschätzt und wissen jetzt, es ist eine vorhanden oder es ist keine vorhanden. Und wenn eine vorhanden ist, dann können wir davon ausgehen, dass ein größerer Waldbrand theoretisch sogar entstehen könnte, indem wir dann in Gefahr sind. Sollten wir jetzt irgendein Anzeichen von Feuer bemerken oder gar selber eins gemacht haben, was in diesem Fall ganz, 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 ganz dämlich wäre, dann wäre es eine gute Idee, falls dieses Feuer außer Kontrolle gerät, das wir selber gemacht haben, oder wir eben feststellen, dass da ein Feuer auf uns zu brennt, gegebenenfalls in der entgegengesetzten Richtung davon zu rennen. Sofern wir diese entgegengesetzte Richtung zweifelsfrei identifizieren können, das kann unter Umständen relativ schwierig sein. Eine tolle Sache wäre es dann natürlich, wirklich den Tieren hinterher zu rennen, wenn wir das Glück haben, dass eine Ladung Tiere an uns vorbeirennt und uns mehr oder weniger ignoriert, weil die ein anderes Problem haben. Wann immer das passiert im Wald, völlig wurscht, welche Situation das sonst noch so sein könnte, ist es immer, außer es ist eine Jagd, relativ gute Idee, den Tieren hinterher zu rennen, eben wenn gerade hohe Waldbrandgefahr herrscht. Dann würde ich das wirklich vorschlagen, das dann zu tun. Bei enorm hoher Waldbrandgefahr wird auch nicht gejagt, also jedenfalls keine Gesellschaftsjagden, das ist dann eher unwahrscheinlich, weil selbst die Schüsse könnten, wenn sie da irgendwie dumm irgendwo aufprallen, potenziell ein kleines Feuerchen auslösen und einen Waldbrand verursachen, da jagt dann auch keiner. Ne? Aber wie dem auch sei, den Tieren hinterherrennen, wenn das möglich ist, dann das machen. Ansonsten versuchen, sobald wir feststellen, woher kommt das Feuer, in die entgegengesetzte Richtung davonrennen.
Sollten wir uns jetzt zufällig in einem Land befinden, in dem Waldbrände an der Tagesordnung sind, wo dann wirklich mit einem Großbrand zu rechnen ist, also nicht in Deutschland. Wir hatten jetzt selbst bei dieser extremen Dürre jetzt hier, hatten wir mal einen Brand von 400 Hektar. Das war natürlich krass. Das ist wirklich krass. Für deutsche Verhältnisse ist das wirklich ein großer, großer Waldbrand. Und sowas ist natürlich auch gefährlich, wenn man da reingerät. Aber das ist noch immer so klein, in Anführungszeichen, dass man da noch ganz gut von davon kommt. Die Geschwindigkeit, mit der sich so ein Feuer ausbreitet, Entschuldigung, Frosch im Hals, ist auch noch relativ gering. Da kommt man schon noch ganz gut weg. Sind wir jetzt aber zum Beispiel in Kalifornien oder Australien unterwegs und da bemerken wir einen Waldbrand, da gibt es dann auch die Möglichkeit des Präventivfeuers oder des Gegenfeuers. Da gibt es verschiedene Ausdrücke für. Und das funktioniert folgendermaßen. Macht man dann, wenn man Angst hat, dass man vom Feuer eingeschlossen wird. Dass das Feuer also um einen rum brennt und man hockt dann mittendrin. Oder das Feuer kommt aus einer bestimmten Richtung und wir haben zum Beispiel einen kaputten Fuß und können nicht rechtzeitig weg, nicht schnell genug wegrennen. Dann könnte man auch drüber nachdenken, ob man das macht. Ne? Und dafür gehen wir hin und zünden die Bodenvegetation, die da ist, halt an. Machen halt selber ein eigenes Feuer und wollen, dass das außer Kontrolle gerät, was wahrscheinlich bei der Trockenheit, die herrscht, bei der ein Waldbrand größerer Art stattfindet, sowieso der Fall ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Wir zünden also da irgendwas an und dadurch, dass der Großbrand, der auf uns zukommt, ein eigenes Klima entwickelt, weil der zieht Sauerstoff an. Das heißt, es gibt einen richtigen Wind, das kann bis zu einem Sturm reichen, dieser Wind, der zum Feuer hinweht. Und der nimmt natürlich unser kleines Feuer, das in der Nähe des Großfeuers stattfindet, dann auch in Richtung Großfeuer mit. Heißt, unser kleines Feuer wird automatisch in Richtung Großfeuer geweht, geblasen. Ja? Und es brennt halt alles nieder, bis auf dem Weg zum Großfeuer, bis es da ankommt. Im Idealfall ist dann sämtliches brennbares Material weggebrannt zwischen uns und dem Großfeuer. Im Idealfall. Das heißt, das Großfeuer kommt gar nicht zu uns hin und wir sind in Sicherheit, mehr oder weniger. Das kann man eben, wenn man Gefahr läuft, vom Feuer eingeschlossen zu werden, hatte ich ja schon erwähnt, auch kreisförmig in alle Richtungen eben versuchen, dass dieses Feuer dann in alle Richtungen sich ausbreitet, das wir angelegt haben. Ist aber unwahrscheinlich, weil es nur in die Richtung geht, wo der Großbrand ist, weil der Wind halt in die entsprechende Richtung fegt. Ne? Aber in der Theorie, so steht es im Survival-Büchchen, soll sich das kreisförmig ausbreiten. Halte ich halt für unrealistisch. Ja, das kann man dann auch machen, eben wenn man in Australien unterwegs ist oder sonstigen. In Deutschland kannst du das vergessen, das bringt nichts und ist davon abgesehen außerdem noch Brandstifterei und auch in einer Notsituation strafbar, weil das halt einfach kein vorgesehenes Vorgehen ist und das macht auch keinen Sinn, weil man kann in Deutschland wirklich immer noch ganz gut vom Feuer davonlaufen oder sonst irgendwie dem Ganzen entkommen. Außerdem die Chance, dass ein richtig großer Waldbrand bei uns entsteht und man bemerkt das nicht und der breitet sich super schnell aus. Die ist super, super gering. Das wäre vielleicht in Brandenburg oder Niedersachsen noch möglich, weil das sind die Bundesländer mit der höchsten Feuergefahr. Aber die haben auch ein entsprechend super gutes Feuermonitoring. Die haben solche lustigen Kameras an so hohen Stangen, die da im Wald rumstehen, mit Infrarotausstattung und Raucherkennung und was weiß ich was, alles von einer tollen Software. Und sobald auch nur ein kleines bisschen Rauch irgendwo im Wald aufsteigt, bei hoher Waldbrandgefahr, dann gehen da sofort die Alarmglocken los, dann kommt das Feuerwehrflugzeug und der Löschzug fährt auch schon aus und was da alles passiert. Und da besteht wirklich geringes Risiko, dass da schlimmere Dinge, wo wirklich Personen zu Schaden kommen, passieren können, aber vorstellbar wär's. Und damit haben wir das Ganze jetzt hier auch mal kurz aufgenommen bei diesem Gefahrenthema. Noch ein kleiner Hinweis, weil ich habe noch eine Minute. heißt, diese ganze Waldbrandüberwachung, wer sich ein Lagerfeuerchen bei hoher Waldbrandgefahr in Brandenburg oder Niedersachsen anlegt, weil er ein Idiot ist, der hat eine durchaus hohe Chance, dass dann jemand vorbeikommt und das Feuer entdeckt, weil diese Kameras sind wirklich, wirklich, wirklich super empfindlich. Also mal abgesehen davon, dass ihr ein Idiot seid, wenn ihr da ein Feuer macht, sind die Chancen, dass ihr dabei erwischt werdet, relativ hoch. Also das nur nochmal so als kleine Randinformation für die unvernünftigen Pyromanen unter uns. Es gibt ja auch die vernünftigen Pyromanen, so wie mich. Macht's gut und ich bin gespannt, was ihr von der Bildqualität bei Scheißlicht haltet. Ne? Das würde mich nochmal interessieren. Tschüss!